Moin Leute, ich bin in Harvey Bay angekommen und das Hostel ist, naja, Service her ist es schlecht. Also es hat wirbt hier mit kostenlosem Shuttle und bla bla bla. Und ich bin angekommen gestern Abend, es hat geregnet, und dann habe ich angerufen ins Hostel, ja hier, holt mich mal ab, ich bin hier und da. Nee, wir holen keine Leute ab, du musst ein Taxi nehmen. Super, musste ich erstmal 14 Dollar oder 13 Dollar Taxi bezahlen, dann hierher zu kommen, und dann es war 6:45 und die Rezeption war zu. Dann musste ich wieder anrufen. Ja, ich stehe jetzt vor der Rezeption, ich will einchecken. Und ja, dann haben sie es halt gemacht. Oh, ansonsten war ich jetzt eben bei Woolworth, habe mir gerade Sachen eingekauft. Woolworth ist arschteuer im Gegensatz zu Coles, ist mir gerade richtig aufgefallen. Und ja. Mal sehen, was ich heute noch mache. Mal gucken. Erstmal frühstücken. Ich laufe gerade in Richtung Meer, aber es wird eh gleich dunkel. In Queensland wird es richtig früh dunkel. Voll abnormal. Was habe ich heute gemacht? Ich habe heute Video hochgeladen. Es hat ein bisschen gedauert. Greyhound gebucht, Hostel gebucht. Für Bundaberg habe ich jetzt kein Hostel. Da muss ich mal gucken, wenn ich dann ankomme, was ich da mache. Und ja, esse hier gerade ein bisschen M&M's. Wenn man campen geht, geht man automatisch immer früh pennen. Da ist man schon um 10, 9, ist man schon am Pennen, weil alles stockdunkel ist und du hast kein richtiges Licht. Du weißt halt auch nicht, was du dann machen sollst, ne? Gehst du halt pennen. Und stehst dann halt früh morgens auf, wieder früh auf, so um 7 stehst du halt auf, frühstückst und beginnst halt deinen Tag so, ne? Und wenn du im Hostel bist, bist du halt länger auf und pennst länger. Ach ja, und was ich heute noch gemacht habe, ich habe mein Hostel verlängert um eine Nacht, weil ich habe ja noch nichts gesehen von HBB, ne? Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber das da müsste Fraser sein. Also nicht das da, sondern das da hinten müsste Fraser Island sein. Eigentlich wollte ich in Bundaberg Couchsurfen, aber meine Couchsurfing-Anfrage wurde gerade abgelehnt. Also mal gucken, was ich mache. Muss ich ein Hostel suchen? Aber irgendwie habe ich auf Hostelworld kein Hostel gefunden. Beziehungsweise Bundaberg ist noch nicht mal registriert in Hostelworld. Nächsten Tag. Ich fahre gerade mit dem Pennyboard ein bisschen durch Harvey Bay. Und hier ist Dominos. Aber ich kann das Zeug nicht mehr essen mittlerweile. Es kommt mir schon zu Ohren raus. Irgendwie gibt es in Harvey Bay nichts zu machen. Das richtig Blöde ist ja hier. Der Shuttlebus fährt nicht dahin, wo mein Bus abgeht. Das heißt, entweder ich muss hier ein Taxi nehmen oder ich muss hier Kilometer laufen. So eine Scheiße. Das ist hier kein Sand mehr, das ist nur noch Matsch. Der ganze Strand liegt voller Muscheln. Das ist der erste Strand, der so übersät ist, den ich gesehen habe, der mit so Muscheln übersät ist halt, ne? Was mir gerade auffällt ist, das alles stand gestern unter Wasser und heute ist einfach mal nichts.
Eben ist hier so ein Typ lang gelaufen. Der hatte einfach mal ein Kakadu auf seiner Schulter sitzen. Ich sitze gerade mal wieder an der Busstation und warte auf meinen Greyhound und esse dabei hier meine Tafel Schokolade. Das ist die beste Schokolade überhaupt. Und dann fahre ich nach Bundaberg. Und in Bundaberg habe ich kein Hostel, da habe ich jetzt eine Airbnb-Wohnung. Penne dann bei so zwei Leuten, keine Ahnung, wie die drauf sind. Also falls ihr da nichts mehr von mir hört und die, ja, dann haben mich die Airbnb-Leute irgendwie abgeschlachtet oder so. Also, mal gucken. Also, haut rein, Leute.